In unserer Sendung haben wir verschiedene SC-Profis interviewt. Dabei hat uns Nils Petersen unter anderem erzählt, was er am liebsten isst. Was war Ihr schönstes Erlebnis beim Fußballspielen? Das schönste Erlebnis beim Fußballspielen? Na gut, wir spielen ja jeden Samstag und manchmal auch noch unter der Woche. Deswegen hab ich schon so viele Spiele gehabt, dass man das gar nicht mehr alles zusammenfassen kann. Da waren viele schöne Momente dabei, aber wenn wir dieses Jahr die Klassenerhalt schaffen, zählt er sicherlich auch mit zu den schönsten Momenten. Was ist Ihre Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise? Ich esse am liebsten Nudeln mit Tomatensauce eigentlich, so wie jedes Kind auch. Nee, jedes Kind nicht. Nicht? Du nicht? Glauben Sie, dass Sie gehören zu den Besten Ihrer Mannschaft? Ja, wir haben so viele gute Spieler und beim Fußball sind ja so, dass ja ganz viele Positionen bekleidet werden müssen. Und da ist, glaube ich, jeder auf seiner Position einer der Besten. Sonst wäre er nicht beim SC Freiburg in der Bundesliga. Deswegen würde man anderen Leuten wehtun, wenn man sagen würde, dass der eine oder andere besser wäre. Ich glaube, hier sind wirklich 25 bis 30 gleichwertige Spieler. Ist Christian Streich ein guter Trainer für den Abstiegskampf? Ja, das hat er auf alle Fälle die letzten Jahre bewiesen und das wird er auch dieses Jahr beweisen. Ich kenne ihn ja jetzt erst seit 2, 3 Monaten, aber ich bin schon sehr überzeugt von ihm und freue mich, dass ich unter seiner Führung hier spielen darf. Wie viele Tore haben Sie schon geschossen? Also für Freiburg habe ich 4 Tore geschossen und in der Bundesliga insgesamt, glaube ich, 24. Also hoffe, dass dieses Jahr noch einige dazukommen. Und das ist unsere letzte Frage. Wie lange spielen Sie schon beim SC Freiburg? Ja, ich bin erst seit Januar hier in Freiburg, aber hoffe natürlich, dass noch hoffentlich ein paar Monate oder Jahre auch noch dazukommen werden. Fühle mich sehr wohl hier. Also dann vielen Dank für das Interview und noch viel Glück bei Ihren weiteren Spielen. Vielen Dank, schön, dass ihr hier wart und hier seid und viel Spaß noch.